Was genau steht da? Phantom, Moidoi, Captain Quantum, Kletschki? Ich. Achtung, Widerstand! Ich poste die Abschussliste in unserem Netzwerk. Na los, reparieren wir den Kommunikator. Wir müssen eine Dimension retten, bevor der Imperator uns auch findet. Ist okay für mich. Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen und Ratchet und ich uns verirrt haben. Oh, ja. Tja. Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist nicht schlecht. Ha, stimmt. Also, das ist, Zurkis Gastropop und Arenaplex. Nirgendwo im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben. Wenn ich Ratchet nicht finde. Keine Sorge, Bolts. Ich repariere dich. Versprochen. Mords Limonenwasserrezept nimmt langsam Gestalt an. Du möchtest deine Gegner britzeln lassen? Schnapp dir den Blitzableiter!
verbringst du viel Zeit hier? Ja, der Laden ist eine Art Zuflucht für den Widerstand. Ich hoffe, der Imperator hat das nicht auch rausgekriegt. Sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch im Zuckis. Wir metzeln mit einem Lächeln. Zuki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Reden wir mit Zuki? Je eher mein Kommunikator wieder läuft, desto besser. Das Universum scheint leider noch instabiler zu sein. Namaste und Frieden sei mit dir, Rivet. Hey Zuki, hast du unseren geliebten ersten Mat gesehen? Brauchen Signalverstärker. Sieh mal an, so sieht man sich wieder. Gib mir das Teil. Bist du mir eher gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Teil, Pierre. Wieder und wieder sage ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rusty Pete? Rostisch? Mon Dieu, dein Freund ist ganz schön fresh. Mein Name ist Pierre Lefebvre. Pirat extraordinär. Kämpfen wir drum? Zuckis ist eine gewaltfreie Zone. Regelt das draußen. Ich bin mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Wo melden wir uns zum Kampf an? Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir. Gefährliche Kampfarena. Ich würde gegen euch kämpfen, aber erst müsst ihr beweisen, dass ihr es merkt. Die Piraten kommen durch Spalten? Bewundernswert, dass sie immer neue Wege zum Mogeln finden. Ja! Mitten durch das! Zeitgewerbe!
Taktik was sagen. Ich hab dich im Visier. Meine Rache bekommen, endgültig und dramatisch. Aber ihr, nehmt das teil. Eureka! Sie hat's geschafft. Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Clank, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich sah, wie der Lombax dich mit... Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey,
Ich bin Rivet. Hi! Wow, das ist... Warte. Okay, ich muss dir was erzählen. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension. Bitte was? Nein. Ich habe genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen, aber... Ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an! Was können wir tun? Gibt es den Planeten Bleeza Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow. Ein anderer Lombax. Los, bauen wir das Ding. Du bist also auf der Abschussliste des Imperators... Ganz oben? Jede Wette. Ich hoffe, Doktor... Willkommen, verehrtes Publikum! Wow! Heute stellt Klein Zirkon Robert auf die ultimative Probe. Die wird sie sich schlagen, wenn... nur mit einem Vollstrecker kämpft! Oh, Junge.
war erste Sahne. Ich schaffe bestimmt noch den Bronzepokal, bevor es nach Blizzard Prime geht. Extra Balls können nie schaden. Willkommen, verehrtes Publikum! Ah! Heute stellt Klein Zirko und Robert auf die ultimative Probe. Wie wird sie sich schlagen, wenn sie nur mit einem Vollstrecker kämpft? Vollstrecker in meinem Feld!
Junior nicht sagt.